Warum auch immer. Tja, eine Luke. Sie führt weiter nach unten. Das könnte aber mein Weg in die Freiheit sein. Schauen wir mal. Da bewegt sich nichts. Die Luke ist stark verrostet. Vermutlich wegen des Wassers hier unten. Was für eine Ekelbrühe. Da liegt was. Handschuhe. Hier liegen ein paar Handschuhe und ein Schraubenschlüssel. Ich nehme beides mit. Alter, haben wir viel im Inventar. Kann ich vielleicht mit dem Schraubenschlüssel... Nein. Kann ich mit dem... Vielleicht den Schlauch ist halt gute Qualität. Ja, das dachte ich mir. Den Schlauch und dann den Kompressor. Das würde mich nicht weiterbringen. Der Schlauch ist zu kurz, um irgendwo anzukommen. Was? Ach, Mist. Kann ich vielleicht das Dynamit an die Metalltür tun? Nie und nimmer. Solche Türen wurden extra dafür gebaut, nicht aufgesprengt werden zu können. Die Explosion würde verpuffen. Ich brauch die ganze Animation nicht sehen. Ich glaub dir, dass du da runtersteigst, wenn du unten ankommst. Das machen wir so selten wie möglich. Vielleicht damit? Ja? Warum soll das denn funktionieren? Manchmal hilft nur rohe Gewalt. Und du willst mir sagen, dass das funktioniert und das andere nicht? Ist klar. Ganz vorsichtig. Sobald Strom auf das Kabel gelegt wird, zündet die Sprengkapsel und lässt die Dynamitstange detonieren. Hoffentlich reicht das, um die Luke aufzusprengen. Ich glaube eher nicht. Aber wir sind in einem Adventure. Wahrscheinlich schon. Erst einmal müsste ich eine Dynamitstange platzieren und die Kabel anschließen. Okay. Wo ist das Kabel? Aha. In Ordnung. Ich drehe die beiden Kabelenden an den Kontakten fest. Na dann, auf geht's. Das Kabel ist mit der Dynamitstange und dem Apparat verbunden. Alles bereit zur Sprengung. Dann mach. Das wollte ich schon immer mal machen. Ist ja schön für dich. Hat nichts gebracht. Verflucht! Die Luke hat kaum einen Kratzer. Den Griff hat es glatt abgerissen, aber die meiste Energie der Sprengung ist verpufft. Die Wucht der Sprengung ist verpufft. Wie bei einem kleinen Silvesterknaller, den man in der offenen Hand zündet. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, die Luke aufzubekommen. Die Wucht der Sprengung ist... Ich muss eine andere Möglichkeit finden. Das würde mich nicht weiterbringen. Der Schlauch... Kann ich vielleicht die... Nee. Ein Wasserschlauch. Vielleicht 10 Meter lang. Der ist also zu kurz. Hoffentlich ist die zweite Stange auch so stabil wie die erste.
Ich habe die Hebel noch gar nicht probiert. Als der Kerl einen dieser Hebel gezogen hat, ist hinter mir die Metalltür zugefahren. So, mal sehen. Aha. Ich sehe keinen Grund, warum ich die Tür verschließen sollte. Ich lasse sie auf und halte mir damit den Rückweg offen. Dann nehmen wir den Schlauch mit. Ein Feuerwehrschlauch mit Metallanschlüssen auf beiden Seiten. Nicht gerade leicht. Allein die Metallanschlüsse auf beiden Seiten haben ganz schönes Gewicht. Du, das Gewicht ist das, wäre das Geringste, was mich stört. Guck dir die Größe an, mein Schatz. Und noch ein Zündkabel. Ach, da habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Das ist ja praktisch. Dann kombinieren wir die. Ich habe die beiden kurzen Schläuche zu einem langen verbunden. Und jetzt können wir doch den Schlauch da dran binden. Besser nicht jetzt. Warum nicht? Oder vielleicht? Die erste Sprengladung hat kaum einen Kratzer in die Luke gemacht. Warum nicht jetzt? Besser nicht jetzt. Wenn der Träger runterfallen würde, würde er genau die Luke treffen. Und ein Balken mehr oder weniger dürfte die Statik nicht beeinflussen. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aha! Ach, mach hier alles kaputt, das passt schon. Wir sind ja MacGyver. Für Arme. Ganz vorsichtig. Aber gut, dass der Dynamit. Das Dynamit dürfte den Betonträger endgültig von der Decke sprengen. Weil eben. Ich drehe wieder die beiden Kabelenden an den Kontakten fest. Mach das. Ist immer ein guter Plan, dann also auf mach ein das. Neues. Dieses Mal muss es klappen. Am besten du fällst jetzt runter und brichst das Genick. Luke hat's tatsächlich durchschlagen. Darunter ist eine Art Röhre. Sie führt nach unten. Sie wäre groß genug für mich, aber ich kann nicht sehen, wohin sie führt. Und ich kann mich nicht an dem Betonstück vorbeidrücken. Na gut, dass wir hier besser den nicht Schlauch jetzt. Haben. Was? Ach, das Gummiboot? Wenn ich das Boot einfach so unter den Träger lege, wird es beim Aufpusten wahrscheinlich wegrutschen. Ich muss das Boot irgendwie am Träger befestigen. Vielleicht mit dem Metall? Hier sind Metallösen am Schlauchboot. Ich hacke die Kette ein. Aha. Na dann, das Zündung. Boot hängt an der Kette und die ist um das Betonstück geschlungen. Das könnte funktionieren. Und aufwärts.
hier nicht einen Hammer oder so? Nein. Verdammt! Da oben geht das raus, aber hier ist keine Leiter. Ich vermute, dass der Raum da oben der Raum hinter dem Stahltor ist. Aber ich komme nicht ans Gitter. Also schön. Ich lege das eine Ende in die Öffnung. Dann an die Wassertanks. Die Länge reicht gerade so. Die Tür ist offen und das Licht ist an. Mehr kann ich hier nicht machen. Vielleicht mit einem der... Kommt da jetzt alleine Wasser raus? Glaube ich irgendwie nicht. Muss doch vorher irgendein Ventil aufmachen. Ach, da. Wenn ich mich richtig erinnere, sind da noch offene Stromkabel in der Röhre. Das muss ich erst ändern, sonst bringt mir das Fluten überhaupt nichts. Ach so, da ist ein offenes Stromkabel. Gut, dass du es erwähnst, sonst hättest du einen recht unangenehmen Schwimmausflug gehabt. Der Betonträger hat hier ein Stück Wand aufgebrochen und ein paar Kabel gucken raus. Ich glaube, sie stehen unter Strom. Ich fasse die besser nicht einfach so an. Hier einen Stromschlag zu bekommen, kann meinen sicheren Tod bedeuten. Auf keinen Fall. Bei der miesen Qualität der Handschuhe kann ich sie genauso gut weglassen. Kann ich vielleicht das Isolierband? Ja. Ich umwickle die Handschuhe mit Isolierband. Die sehen ja sicher aus. Ich biege die Stromkabel am besten aus der Röhre in den Tankraum. Weg mit euch. So, fertig. Okay. Dann können wir jetzt vielleicht... Aber gut, dass der das gesagt hat. Ich habe die Kabel gar nicht gesehen. Also gut, fluten wir die Röhre. Das dürfte reichen. Na, ich bin ja gespannt. Du musst doch immer noch durch das Gitter kommen, wenn mich nicht alles täuscht.